Verkohlte Bäume, Häuser und Autos. Bei verheerenden Bränden im argentinischen Teil Patagoniens sind laut Medienberichten bisher 2000 Hektar Wald zerstört worden. Den Berichten zufolge mussten mehr als 200 Familien in 4 Gemeinden vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Dutzende Menschen wurden verletzt, zudem gab es einige Vermisste. Das Feuer tötete auch eine unbekannte Anzahl von Tieren. Die argentinische Regierung schickte neben Feuerwehrleuten auch Löschflugzeuge und Hubschrauber in die betroffenen Regionen. Einsetzender Regen soll dabei geholfen haben, die Brände etwas abzumildern. Die Brandursache war zunächst unklar. Es wurde jedoch vermutet, dass Feuer gelegt worden sein könnte, um Weideflächen vorzubereiten.